Das waren Aufnahmen vom Gartengrab in Jerusalem. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Jerusalem. Natürlich spielt das Osterfest in der heutigen Sendung eine wesentliche Rolle, aber wir haben noch andere Themen für Sie. Sächsische Handwerker im Einsatz, ein Jugendhaus für Kinder an der Gaza-Grenze. Wanderabenteuer in grandiosen Landschaften, unterwegs auf dem Israel National Trail. Und biblischer Impuls von Pfarrer Johannes Luitle, das Ei auf dem Sederteller. Das christliche Osterfest, das jüdische Pessachfest und der muslimische Fastenmonat Ramadan werden in diesem Jahr gleichzeitig gefeiert. Das bereitet den Sicherheitsverantwortlichen in Israel einiges Kopfzerbrechen. Mehr zur aktuellen Lage im Heiligen Land erfahren Sie nun in unserer Übersicht. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erneut hat es in Israel einen tödlichen Terroranschlag gegeben. Nach Polizeiangaben hat ein 29 Jahre alter Palästinenser in Tel Aviv auf Barbesucher geschossen. Er tötete drei Männer und verletzte rund ein Dutzend weitere Israelis. Der Täter wurde nach einer mehrstündigen Fahndung im Stadtteil Jaffa entdeckt. Er starb bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften. Erschütterte Israelis legten am Tatort in der Innenstadt Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Von dort meldet sich unser Redaktionsleiter Tommy Müller. Hier hat der Terrorist begonnen, auf Barbesucher zu schießen, im Zentrum von Tel Aviv, im Herzen der Mittelmeermetropole. Es geht solchen Attentätern darum, Furcht und Schrecken zu verbreiten. Es sind Extremisten, die das ganze Heilige Land als ihr Eigentum betrachten und davon träumen, die Juden zu vertreiben. Terrororganisationen wie die Hamas und der Islamische Dschihad reden Muslimen ein, sie müssten die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gegen die Zionisten verteidigen. Das ist natürlich Unsinn. Dass etliche Palästinenser die Anschläge fröhlich feiern, ist krank und zeigt, welch menschenverachtender Geist dort herrscht. Regierungschef Bennett hat recht. Israel hat schon ganz andere Terrorwellen überstanden und wird auch diese Terrorwelle überstehen. Die Schriftstellerin Katharina Höftmann stammt aus Rostock und ist auch regelmäßig Autorin für Fokus Jerusalem. Sie und ihre zwei Kinder erlebten den Anschlag aus nächster Nähe. Er passierte direkt vor ihrer Wohnung. Es kamen irgendwie mehrere Schusssalven und dann hat man die Leute schreien gehört. Und relativ kurz danach ging das dann auch mit den Sirenen los. Also du merkst ja in Israel immer daran, dass ein Terroranschlag war, dass auf einmal überall Krankenwagen sind und Polizei und Sirenen. Und das hat man schon sehr, sehr deutlich gehört. Dann haben sie wirklich im Hauseingang neben meinem Haus anscheinend eine Granate reingeschmissen, weil sie dachten, dass der Terrorist sich dort verschanzt hätte. Das heißt, plötzlich hörte ich also auch noch diese Explosion und dachte, oh Gott, also jetzt wird sie aber ganz verrückt. Sie schloss sich schließlich mit ihren Kindern in einem Schutzraum ein, bis die Polizei bekannt gab, dass keine akute Gefahr mehr besteht. Die israelische Regierung steckt nach rund einem Jahr in ihrer bislang schwersten Krise. Die Abgeordnete Idit Zielmann hat ihren Austritt aus der Regierungskoalition erklärt. Sie gehört der Yamina-Partei von Regierungschef Naftali Bennett an. Als Begründung nannte die 41-Jährige, die jetzige Regierung gefährde den jüdischen Charakter Israels. Erstmals seit zwei Jahren hat es in Israel wieder eine Palmsonntagsprozession ohne Covid-Einschränkungen gegeben. Tausende Christen aus aller Welt sind zum Auftakt der Osterwoche vom Ölberg in die Jerusalemer Altstadt gezogen. Mit Palmwedeln und Ölbaumzweigen in der Hand erinnerten sie betend und singend an den Einzug Jesu in die heilige Stadt. Ein weiterer Höhepunkt des Palmsonntags in Jerusalem war der Umzug arabisch-christlicher Pfadfindergruppen. Mit Dudelsäcken und Trommeln sorgten ihre Musikgruppen für Stimmung. Und damit blicken wir noch aufs Wetter. Es bleibt heiter und trocken mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad in Jerusalem. Das waren unsere aktuellen Meldungen. Machen Sie es gut. Tschüss. Seit 18 Jahren reisen Handwerker der sächsischen Israelfreunde nach Israel.
Sie bringen mit ihrer praktischen Hilfe dem Volk Gottes Segen und nehmen durch ihre Arbeit Segen wieder mit nach Hause. Die Männer und Frauen haben beruflich oder privat schon Wohnungen renoviert. Sie haben Erfahrungen in Spachtelarbeiten, Malerarbeiten oder in Gewerken wie Trockenbau, Fliesen- und Sanitärarbeiten. Diese Fähigkeiten bringen sie ein, um Holocaust-Überlebenden zu helfen. Von der ehrenamtlichen Hilfe aus Sachsen profitieren auch Israelis, die an der Grenze zum Gazastreifen leben und unter häufigem Raketenbeschuss leiden. Wir haben dort eine Handwerkergruppe mit der Kamera begleitet. Vor ziemlich genau einem Jahr hat hier eine Rakete eingeschlagen, mitten in einen Kindergarten. Wir befinden uns im Kibbuz Niram, etwa 4 Kilometer entfernt von der Grenze zum Gazastreifen. Der Schock sitzt noch immer tief, viele Kinder sind traumatisiert. Dennoch muss das Leben weitergehen und vor allem die Schäden beseitigt werden. Hilfe erhalten die Bewohner aktuell von den sächsischen Israel-Freunden. An allen Ecken hört man Hämmern, Sägen und Schrauben. Über diese Hilfe aus Deutschland freue man sich sehr, bestätigt Orp Hode, der die außerschulische Erziehung der Kinder im Kibbuz leitet. It warms the heart, our heart. Es berührt uns in unseren Herzen zu wissen, dass wir nacheinander schauen, dass es eine Delegation gibt, die hierher zu uns nach Israel kommt, um den Kindern zu helfen. Kinder, die mit den Geräuschen des Gazastreifens aufwachsen, die Posttraumata und Albträume haben. Dass sie ihnen dabei helfen, ihr Leben zu vereinfachen. Sie sind noch nicht einmal jüdisch, sie sind evangelikale Christen. Das bedeutet uns viel. Bereits seit 7 Jahren kommen die sächsischen Israel-Freunde in diesen Kibbuz, um zu helfen. Wegen Corona war eine Einreise unmittelbar nach dem Raketeneinschlag nicht möglich. Seit November sind jedoch immer wieder Handwerkergruppen hier, die beim Wiederaufbau helfen. Das Dach des Kindergartens wurde repariert, die Sanitärräume erneuert. Aktuell entsteht ein neues Jugendzentrum. Doch es werden nicht nur materielle Gegenstände neu aufgebaut, sondern auch Freundschaften, bekräftigt Einsatzleiter Samuel Hensch. Hier wird nicht nur was gebaut mit Holz und mit Metall und solchen Dingen, sondern hier werden vor allen Dingen Beziehungen gebaut, die neu entstehen. Und das erreichen viele Leute, wenn dann Leute heulend sagen, dass ihr da wart, es ist eigentlich egal, was ihr baut, aber kommt wieder. Da merkt man, dass Beziehungen gebaut sind, dass Herzensliebe gewachsen ist und wir einfach was weitergeben durften oder wo wir auch gefragt wurden, weil wir ja schon an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben, sagt, ja, was glaubt ihr eigentlich? Was ist eure Motivation? Und das ist dann wunderbar, eine Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Einige Helfer sind Profis, andere begabte Heimwerker. Die Gründe, warum sich diese Menschen bei den sächsischen Israel-Freunden engagieren, sind vielfältig, erklären die Deutschen Andrea Kraut und Matthias Lemmel. Ich habe gerade ein Sabbatjahr, also ich habe ein Jahr Zeit und ich bin auf jemanden gestoßen, der mit den sächsischen Israel-Freunden in Israel war. Und ich hatte gedacht, ich würde auch gerne mal nach Israel gehen. Und zwar weiß ich eigentlich sehr wenig von dem Land und ich hatte das Gefühl, ich soll da mal hingehen. Und einfach ein bisschen was über das Land lernen, warum Israel für Gott wichtig ist, was hier so passiert. Und da habe ich mich angemeldet. Die Erfahrung an sich, das ist so eine Art Gesamtpaket. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, es ist das Gefühl, einen Dienst zu tun. Das spielt schon auch mit rein. Und es ist auch schön, mit den Menschen hier zusammenzutreffen. Aber es ist auch herrlich, zusammenzuarbeiten in einem Team, wo wir alle wissen, was wir wollen. Dass wir alle wissen, wir tun was für das Volk Gottes. Der Kibbuz Niram wurde vor knapp 80 Jahren gegründet. Aktuell leben dort etwa 100 Familien verschiedenster Herkunft, erklärt Elit Pass, die Handwerkereinsätze der Deutschen koordiniert. Trotz der ständigen Bedrohung durch die Terrororganisation aus Gaza lebt sie gerne hier. Ich mag die Ruhe und dass es hier so grün ist. Es ist das absolute Gegenteil zur Stadt. Wenn man durch den Kibbuz geht, merkt man, was es heißt, in solch einer Gemeinschaft zu leben. Wenn man hier durchläuft, sagt jeder Hallo zu einem, jeder kennt sich untereinander. Wir feiern, verbringen unseren Urlaub zusammen und haben viele Veranstaltungen. Das Motto der sächsischen Israel-Freunde ist: Tröstet, tröstet mein Volk.
Diesen Trost spenden die Handwerkerinnen und Handwerker nicht nur in Form von Dienstleistungen. Sie sind in erster Linie für die Menschen in Israel da, hören ihnen zu, bringen Trost und bauen neue Freundschaften auf. Mit ihrem Dienst machen die sächsischen Handwerker auf den Messias aufmerksam, dessen Auferstehung wir in diesen Tagen feiern. Wer mit diesen Helfern zu tun hat, dem ist schnell klar, sie arbeiten für Jesus von Nazareth, dessen Vorbild sie folgen. Wenn Sie sich für Israel begeistern, haben wir nun einige Leckerbissen für Sie. Nicht kulinarisch, aber landschaftlich. Der Israel National Trail ist ein rund 1000 Kilometer langer Fernwanderweg, der sich von Dan in Obergalilea bis nach Elat am Roten Meer erstreckt. Nicht nur Touristen aus dem Ausland kommen auf dem Trail den schönsten Sehenswürdigkeiten Israels nahe, auch bei Einheimischen ist der Wanderweg sehr beliebt und das hat gute Gründe. Die südjudäische Wüste, eine einsame Region geprägt von einer wilden Felslandschaft. Tief haben sich die Flüsse in die Felsen gegraben. Im Laufe der Zeit entstanden so Wadis, Flusstäler mit schroffen Abhängen. Hier herrschen brütend heiße und extrem trockene Sommer. Die Region um den Fluss Nachal Peres hat sich zu einem Paradies für Wanderer entwickelt. Der Israel National Trail, der längste Fernwanderweg Israels, führt sie in diese unwirtliche Gegend. Aus der ganzen Welt kommen Menschen hierher. Sonne und Sand, Steine und Stille sind für die Wanderer eine Herausforderung, aber sie sorgen auch für ein unvergessliches Naturerlebnis. Yara Golan Atir hat vor kurzem ihren Armeedienst beendet und erfüllt sich nun einen lang gehegten Traum. Für mich sind die schönsten Momente, wenn ich nach einem langen Aufstieg den Ausblick genießen kann und mich einfach sehr zufrieden fühle. Besondere Ausblicke gibt es hier immer wieder zu genießen. Es fällt auf, dass sich immer mehr junge Frauen auf den Trail wagen, der auch für Alleinreisende als sicher gilt. Viele haben sich durch intensives Training auf die Strapazen vorbereitet. Für Rotem Tirosch ist die Tour an manchen Stellen besonders schwer, denn sie leidet unter einer ausgeprägten Höhenangst. Aber davon hat sie sich nicht abschrecken lassen. Schon als Kind war mir klar, dass ich das irgendwann machen werde. Seit ich klein war, war ich immer viel unterwegs. Und schon immer sah ich die Markierung des Israel National Trails, die auf Steinen aufgemalt sind. Und ich dachte mir immer, eines Tages werde ich das auch machen. Ich war immer sehr neugierig und wollte wissen, wie das ist, 2 Monate am Stück zu wandern. Ich war wirklich schon auf vielen Ausflügen und Wanderungen, aber nie mehr als 4 oder 5 Tage. Die Tatsache, 2 Monate in freier Natur zu sein, ist etwas Besonderes. Der Trail wird so zur Heimat und Wohnung. Wochenlang leben die Frauen aus dem Rucksack. Es ist eine Ausnahmesituation, die sie nie mehr vergessen werden. Aber nicht jede Nacht wird unter freiem Himmel verbracht, berichtet Noah Fried. Along the way there's people who just offer their house to sleep. Entlang der Strecke gibt es Leute, die ihr Haus zum Übernachten zur Verfügung stellen. Man nennt sie Malachi Ashvi, was Engel des Trails bedeutet. Sie lassen einen übernachten, manchmal versorgen sie uns mit Essen und einer Dusche, mit allem, was man braucht. Sie machen das ehrenamtlich, man muss nicht dafür bezahlen. Es gibt dafür eine Liste im Internet und dadurch trifft man sehr interessante Leute.
Einige von ihnen wandern auf dem Trail, die anderen sind diese Engel. Also people who do the trail and also those angels. Die imposanten Gebirgslandschaften, die menschenfeindlich erscheinende Wüste, die lebensspendenden Quellen und Flüsse, diese Natur entschädigt für alle Entbehrungen. Einige junge Frauen sind von dem Track so begeistert, dass sie sich ausbilden lassen, um junge Leute durch die Wüste zu führen. Dafür haben sich Rachel, Nedivia und Ori entschieden. Warum wir Reiseführerinnen sein wollen? Natürlich an erster Stelle steht die Lust am Reisen. Spaß daran haben, in die Natur zu gehen und die Verbindung zur Natur zu spüren. Die Natur spüren und mit allen Sinnen erleben, das verspricht der südliche Abschnitt des Israel Trails. Wegen der hohen Temperaturen im Sommer und der gefährlichen Springfluten im Winter wird empfohlen, im Frühjahr oder Herbst auf die Strecke zu gehen und Israel aus einer ganz besonderen, entschleunigten Perspektive zu erleben. In unserem heutigen biblischen Impuls geht es um das Osterfest. Pfarrer Johannes Luitle, Israel-Kenner und Direktor der Liebenzeller Mission, hat sich dafür ein besonderes Thema ausgesucht. Es geht um das Ei auf dem Sederteller. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen 10 Eier aus artgerechter Haltung irgendwo in einem Einkaufsladen. Sie legen diese Eier in einen Brutkasten und nach 3 Wochen haben Sie eigene Küken. Das kann tatsächlich passieren. Und manche sind vielleicht verwundert darüber, dass befruchtete Eier in Verkaufsregalen stehen. Aber warum nicht? Wenn Sie Eier von glücklichen Hühnern haben wollen, wird in der Regel auch ein Hahn mit im Gehege sein. Schließlich brauchen Hühner für das gute Zusammenleben auch einen Gockel. Zur Beruhigung. Die Qualität der Eier ist aufgrund der Befruchtung in keinerlei Weise beeinträchtigt. Wollen Sie dennoch auf Nummer sicher gehen, dann sollten Sie lieber gefärbte Eier kaufen, wie dieses hier. Die sind hart gekocht. Da kann mit Sicherheit nichts mehr passieren. Eier sind ein altes Symbol für Fruchtbarkeit, für das Leben. Sie können aber auch die Begrenztheit des Lebens, ja selbst den Tod darstellen. Leben und Tod, das sind Grunderfahrungen, die Menschen in allen Regionen und Religionen zu allen Zeiten machen. Kein Wunder, dass das Ei auch Einzug in die jüdische und christliche Kultur gefunden hat. In der jüdischen Tradition ist der Sederteller ein Ort, auf dem das Ei seinen Platz hat. Ich habe Ihnen hier einen aus Jerusalem mitgebracht. Dieser steht beim Sederabend auf dem Tisch, wenn Pessach gefeiert wird. Und alle, die zum Fest zusammenkommen, erinnern sich daran, wie Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Auf dem Sederteller ist allerlei Essbares zusammengestellt, das im Lauf des Abends verzehrt wird, unter anderem auch das gekochte Ei. Und auch hier steht das Ei für beides, für das Sterbliche, für die Zerbrechlichkeit, aber auch für die Freude des Lebens. Mit dem Ei bleibt die Erinnerung an die Zerstörung des Tempels wach und gleichzeitig steht es für das Festopfer, das in biblischen Zeiten beim Fest gegessen wurde. In diesem Jahr fällt der Sederabend auf den Karfreitag. Das ist nicht selbstverständlich, denn der jüdische Festkalender ist unabhängig vom abendländischen gregorianischen Kalender. Aber beides gehört doch nach christlichem Verständnis zusammen.
Im Neuen Testament wird erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern den Sederabend feiert und mit dem Abendmahl abschließt. Wenn Eier rot gefärbt werden, kann dies in Verbindung zum Tod von Jesus Christus gebracht werden. Aber auch die Auferstehung von Jesus wird mit einem Ei dargestellt. So wie das Ei aufbricht, wenn das Küken herauskommt, so hat Jesus das Grab verlassen. Gott hat ihn auferweckt und ihm haltbares, unerschütterliches, ja ewiges Leben geschenkt. Was in so einem Ei alles drinsteckt? Mich begeistert der Gedanke, dass in jedem ungekochten Ei potenzielles Leben drinsteckt. Ist es befruchtet und 3 Wochen lang von der Henne warm gehalten, dann kann das Leben ausbrechen. Ob das nicht auch auf uns zutreffen könnte? Steckt nicht auch in uns potenzielles Leben drin? Hat uns Gott nicht so geschaffen, dass wir am Ende des Lebens zum ewigen Leben durchbrechen können? Das geschieht doch, wenn seine Wärme, seine Liebe uns erfüllt, damit wir wachsen und am Ende die Schale knacken und leben. Gottes Segen sei mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Fokus Jerusalem ist mehr als eine Fernsehsendung. Wir sind ein Informationsportal mit tagesaktuellen Nachrichten aus Israel, mit Fotos und Videos in den sozialen Medien sowie vielen Hintergrundinformationen und biblischen Bezügen. Wichtige Infos finden Sie auf unserer Website www.fokus-jerusalem.tv. Alle Sendungen, Nachrichten und biblischen Impulse gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Und wir freuen uns auch über Ihren Besuch in unserer digitalen Welt auf Facebook, Instagram und Twitter. Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Fokus Jerusalem erlebt gerade turbulente Zeiten. Wir bekommen viel Lob für unsere Sendungen, mit denen wir Brücken zwischen Israel und dem deutschsprachigen Europa bauen. Menschen erhalten so einen neuen Blick auf das Land des Messias. Wir würden unser Angebot gerne verbessern und ausbauen. Ausgewogene Informationen aus Israel sind wichtiger denn je. Aber das geht nur mit Ihrer Hilfe. Bitte beten Sie für Fokus Jerusalem TV und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir brauchen gutes Personal, die richtigen Themen und eine funktionierende Technik. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie durch Ihre finanzielle Hilfe die Zukunft von Fokus Jerusalem sichern. Unser Spendenkonto lautet Fokus Jerusalem GmbH mit der IBAN DE 90 6005 0101 0400 0500 07. Zuwendungsbestätigungen für Ihr Finanzamt erhalten Sie Anfang nächsten Jahres. Wir versenden Jahresspendenbescheinigungen, um Verwaltungskosten zu sparen. Wir beenden die heutige Sendung so, wie wir sie angefangen haben, mit Aufnahmen vom Gartengrab in Jerusalem, wo an die Auferstehung Jesu erinnert wird. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche Ihnen diese bleibende Osterfreude. Auf Wiedersehen. Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Ostern und Pessach, Feste der Auferstehung und des Auszugs.
Holocaust-Überlebende Zvi Marianski, ein Leben für die Marine. Biblischer Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning, Hure und Heilige.